Gefängnisartig. Neues Krankenhaus in Wuhan wird von der Armee betrieben. Filmaufnahmen aus dem neuen durch das Militär betriebenen Coronavirus-Krankenhaus in Wuhan enthüllen einen gefängnisartigen Aufbau. Dieses sogenannte Krankenhaus ist eigentlich ein Gefängnis. Man kann es nicht verlassen, wenn man drinnen ist, sagt ein Mann auf Twitter. Im Grunde warten die Patienten hier darauf zu sterben. Nach dem Tod werden sie dann ins Krematorium geschickt. In den am 2. Februar veröffentlichten Videoaufnahmen wies ein Mitglied des Bauteams darauf hin, dass alle Türen von außen verschlossen werden. Das bedeutet, dass die Patienten ihre Zimmer oder die Einrichtung nicht frei betreten oder verlassen können. Dieses sogenannte Krankenhaus ist eigentlich ein Gefängnis. Man kann es nicht verlassen, wenn man drin ist, sagt der Mann. Im Grunde warten die Patienten hier darauf zu sterben. Diese Informationen konnten von Epoch Times nicht unabhängig verifiziert werden.